Warte, hältst du mal ganz kurz? Ich muss mal kurz aufmachen. Warte. Das mit Bürsten. Das ist für die Brustmassage. Guck mal, das klappt aber gut. Das klappt gut. Ich habe gerade so ein Spielzeug gefunden. Die Tanja Schumann ist ja erfahrene Sextoy-Beraterin. Tanja, das gibt es hier heute als Goodie. Kannst du mir sagen, was das ist? Ich bin gerade beim Essen, Amazon. Deshalb komme ich ja, weil ich liebe essende Menschen sehr stark. Also ich genieße und... Guck mal, weil das ist mit so Rollen und hier hinten ist aber auch noch so... Meinst du, es ist Brustmassage? Also ich hätte jetzt ganz unverfänglich gesagt, es ist einfach eine Rückenmassage. Ja, meinst du, so langweilig? Aber mit diesem kleinen Nopsis ist das ja ganz was Feines. Könnte ja auch elektronisch aufgeladen werden, oder? Irgendwie, dass es so E-Stimulation vielleicht ist oder so? Ne? Ja. Gut, hier sind ganz viele kleine Menschen. Warte mal, ich fahre jetzt mal drei Stockwerke runter. Warte mal. Eins, zwei, drei. Guck mal hier, hallo. Hallo, hallo. Ich bin die kleine Sister. Ja. Und pass mal auf, wenn ich Kopfweh habe, hat sie, stell dich hin, Bauchweh. Das stimmt. Ich verschwinde immer als Kleine. Wie groß bist du? 1,50? Ich bin eingegangen. Eingegangen, ja? Ach, hier gibt's, guck mal, hier gibt's so ganz viele kleine Dinge. Oh, Bulettchen mit so Kartoffelsalat. Bulettchen mit Kartoffelsalat. Sie sind aber sehr klein. Ja, warte mal. Warte, ich komm mal runter. Meine Güte, so viele kleine Menschen hier heute Abend. Das ist ja Wahnsinn. Ja, ist schon geschrumpft. Ja, ist schon geschrumpft. Schau mal wieder hoch. Alle so klein hier heute. Was ist denn hier heute los? Ich sage herzlich willkommen beim vierten Public Viewing von Julian F.M. Stöckel. Und ja. Der hat so viele Sponsoren. Apfel, Weingut, Kaffee, Rilla und Schnauk, BMW und was weiß ich. Also wahnsinnig viele Sponsoren. Und ein Sponsor, da haben sich alle hungrigen Gäste am meisten heute drüber gefreut. Und zwar, Frau Elms auch. McDonald's ist auch ein Sponsor. Lasst uns doch mal bitte geschreddertes Hühnchen essen. Da freue ich mich sehr. Hallo Mola. Huhu. Darf ich dich belästigen? Du? Ja, gerne. Ja, du bist ja heute öffentlich. Was machst du hier? Ich mach das gleiche, was du auch hier machst eigentlich. Ne? Essen. Essen. Hast du schon? Hast du schon? Ja. Woher kennst du den Julian? Gerade mit dem Dschungel. Ach so? Das war dieselbe Staffel? Ja, klar. Ach so. Schau mal. Ich sag ja auch mal, dass er der heimliche Dschungelkönig ist. Ja, finde ich auch. Ja. Kanntest du den vorher auch schon? Natürlich nicht. Keiner kannte ihn vorher. Außer Berliner. Du warst eigentlich der Prominenteste da damals. Genau. Ne? Genau. Und bist du jetzt traurig, dass Viva nicht mehr funktioniert? Nee, es funktioniert schon seit 15 Jahren immer. Das stimmt. Aber jetzt haben sie aufgegeben. Ja. Was machst du jetzt eigentlich? Ah, ich bin nur so Unternehmer und ein bisschen die größte 90er-Show der Welt moderiere ich halt solche Sachen. Die größte 90er-Show der Welt? Das war jetzt ein bisschen dick aufgetragen, ne? Voll. Aber wir sind eigentlich schon die Größten jetzt, aber da kommen wir jetzt ins Guinness mit der Weltrekorde. Meine Güte, also nur Superlative, liebe Zuschauer und Zuschauer. Tut mir leid, was soll ich denn machen? Ja, ist halt so. Süß, wie sich so das Fett hier so absetzt. Noch Folgendes. Und zwar, wenn so komische Promi-Interview-Leute, so die geil fanden ja nach jeder C-Prominenz, die es hier so gibt, ich zeige euch jetzt mal, wie die interviewt wird. Die eine zeigt ihre Möpse. Warte mal. Bitte, da. Wusste. Guck mal hier.
Ich habe leider noch etwas vergessen, etwas ganz Wichtiges. Alle, wo sind denn alle Dschungelstars? Also wir müssen mal dringend mal Müll wegbringen. Warte mal, ich bring mal den Müll jetzt weg. Eva, hier. Und der Peter Bond ist aber alt geworden. Habt ihr den gesehen? Und dann ist mir was ganz Peinliches passiert. Da sitzt die Britta Elms. Die ist vom RBB, die moderiert immer so eine Sendung, die ich immer gucke, RBB um 6 oder irgendwo ist die immer. Und ich bin zu dir hingegangen, hab gesagt, du bist doch die Britta Steffenhagen. Klausi, gib mir mal einen Chicken McNuggets. Ich brauch so einen Verarbeitungs-Chicken McNuggets. In einem Goodiebag war auch ein Flyer drin von dem neuen Getränk von Harald Glöckler. Der macht jetzt nämlich auch in Perlweingetränke in Dosen. Das heißt Pompös Royal. Und ich habe die Geschmacksrichtung Ingwer Himbeer. Sehr süß. Ingwer schmeckt man eigentlich gar nicht raus. Es schmeckt eher wie ein Mamba-Kaubonbon. Bin ja nicht so für süß. Dann haben wir jetzt hier noch Pompös Royal Chocolate Chili. Es ist ein Sekt. Aber mit Schokoladengeschmack. Steht hier immer so in Alternativ soll man das zur Schadstoffsammelstelle bringen. Da soll man ganz weiter alles mal bringen. Geradeaus durch und dann rechts. Gabi, gehst du auch aufs Klo? Ja, wir suchen auch das Klo. Ein kurzer Stopp am Klo wäre schön. Oh mein Gott, ich bin so mini gegen dich. Mega mini. Guck mal, wie klein du bist. Du gehst mir bis zur Brust eigentlich nur. Ist ja süß. Du könntest meine Tochter sein. Ganz süß, ne? Ja. Guck mal. Guck mal, du bist aber auch sehr klein. Kleine Mädchen. Ach, guck mal, da sind die Klos. Ich wäre eigentlich aus Frauenkleider. Nee, aber ich wollte nicht mit dem blöden Prollmädchen machen. Und diese Toiletten haben die stylischsten Heizkörper, die ich gesehen habe bislang in meinem ganzen Leben. Guck mal. Und ihr hört vielleicht, an meinen Absätzen ist kein Belag mehr dran. Ich habe dieses Nuttenklackern gerade die ganze Zeit. Das tut mir auch ein bisschen leid. Aber ich bin immer zu faul, meine Schuhe zum Schuster zu geben. Ich komme sofort. Ja, gut. Ja, ich warte auf dich. Da ist ein Mops. Das Komische bei Möpsen ist ja, die sind ja so degeneriert, die können nicht richtig laufen, die können nicht richtig riechen und denen fallen oft die Augäpfel aus dem Kopf, weil die so überzüchtet sind. Eigentlich können einem Möpse nur leid tun. Bist du gerade beschäftigt? Ich bin an deinem Busen und ich freue mich da wahnsinnig drüber. Ach, schön. Schön, dass ich hier sein darf, mein Schatz. Bist du zufrieden mit deinem Event? Ja, es ist doch, du weißt, ein buntes Treiben mit dem berühmtesten It-Girl nach Paris Hilton, die Stöcke. Ich kann ja nichts, aber ich bin einfach da. Das wissen wir alle schon, ja, mein Schatz. Aber ist doch gut. Ja. Andere können nichts und sind aber auch. Also, ja, irgendwie so. Irgendwie so. Du wusstest das Ende, ne? Ja. Aber wir sind Showstars. Du machst ja eine berühmte Show im BKA. Da muss man hingehen. Das ist die größte Entertainerin, auch von der Körpergröße. Ich komme gerade bis zum Busen. Ja, 7 Meter lang. So, und jetzt Schweigefuchs und Dine Schweigefuchs. Ja. Man muss auch mal hart sein, Dine. Ja. Immer sabbelt und Dine sabbelt immer. Pass mal auf, du hast ja heute viele, viele Dschungelstars wirklich hier. Ja. Auch den Langhans. Ja. War der mit dir in der Staffel? Nee, oder der war mit Eva Jakob in der Staffel. Die haben sich heute zum ersten Mal gesehen nach 100 Jahren wieder und sind übereinander hergefallen. Und Mola Adebisi war in deiner Staffel, hat er mir vorhin gesagt. Mola und Tanja waren in meiner Staffel. Die ist nett, die Schumann. Die habe ich vorhin schon gesprochen. Ja, das ist eine süße Dann Maus. Peter Bond noch, der früher von Glück war. Der ist alt geworden.
geworden. Aber das Schlimme ist, wir stehen alle in der Zeit. So, die letzte lebende Jakobs-Sister wird interviewt. Achtung. Der macht seine Arbeit sehr gut. So, ich möchte jetzt noch irgendwelche operierten Leute finden. Gibt es hier irgendwo noch operierte Leute? Ja? Das ist eines der berühmtesten, internationalsten Model, Mario. Ich denke, du bist YouTuber. Sharing is caring.